Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Medi-Urs. Heute geht es wieder mal um Erste Hilfe und wir müssen uns heute mal um ein Gerät unterhalten, über ein, wie es so schön heißt, im neumodischen Device. Ich habe da ein komisches Gefühl mit und ich erkläre euch auch warum. Es geht um dieses wundervolle Teil hier. Das ist, wenn man so will, ein Gerät, womit man gerade bei Kindern und bei kleinen Kindern Fremdkörper aus der Luftröhre kriegen soll, die da feststecken. Und das Problem an diesem Gerät oder das, was ich problematisch sehe bei diesem Gerät ist, dass es im Moment von vielen beklatscht und besungen und behypt wird. Und zum einen kostet dieses Gerät, das kostet schon einen Hauch Geld, auch einen Hauch mehr. Und der Witz ist, dass immer mehr Kindergärten, immer mehr Tagesmütter, immer mehr Besorgmütter sich dieses Gerät hier anschaffen. Der Haken an der Sache ist nur, und das vergessen irgendwie die meisten YouTuber dazu zu sagen, selbst im Kleingedruckten von diesem Gerät steht, dass bevor du das zur Anwendung bringst, sämtliche anderen Mittel und Maßnahmen durchgeführt werden sollen und müssen. Und vor allem, dass bevor du mit dem Gerät überhaupt anfängst, du einen Notruf absetzt. Ja, ich weiß, mit Gebrauchsanweisung lesen, das ist so ähnlich wie mit den AGBs von YouPorn oder so, es liest sich auch keiner durch, es wird wild akzeptiert und dann kommt, mach weiter. Und hier haben wir einen Punkt, meine Damen und Herren. Also versteht mich nicht falsch, ich finde die Grundidee bei diesem Gerät wirklich gut. Das ganz große Problem, was ich im Moment sehe, und das ist so eine Tendenz, die ich da im Moment sehe, und nicht nur hiermit, sondern auch mit vielen anderen Produkten, dass sich da Gerätschaften und Devices zugelegt werden, die einem eine falsche Sicherheit vermitteln. Denn dieses Gerät hier, wo im Kleingedruckten steht, dass du bitte vorher Schläge, also mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter von dem Kind geklopft haben sollst, wo du das Kind über dein Knie gelegt haben sollst und entsprechend, Moment. So schön in der medizinischen Kochsendung heißt, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe hier einen Zwerg, ein wirklich kleines Kleinkind. Was du also machst, wenn das Kind einen Fremdkörper hat, wo kein Fremdkörper hingehört, du drehst es mit dem Gesicht nach unten. Gesehen? Da ist das kleine schlammige Scheißerchen. Jetzt gibt es aber Erste-Hilfe-Kurse, Erste-Hilfe am Kind. Das war so einer der Tagessieger vom letzten Wochenendkurs. Da hat eine Teilnehmerin einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder machen müssen. Die ist Heilerzieherin und die muss das alle 2 Jahre machen. Und bei diesem Erste-Hilfe-Kurs am Kind, der tatsächlich so angepriesen wurde, da ging das um das Thema Kind vielleicht 20 Minuten. Und ansonsten waren es die 9 Unterrichtseinheiten des normalen Erste-Hilfe-Kurses. Was für Kinder aber. Aber okay, wir lassen es erstmal stehen. So, jetzt hast du einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind, wo dieses Manöver hier nicht gezeigt wird, wo du entsprechend Fremdkörper aus dem Kind rauskriegen sollst. Das funktioniert übrigens auch in der Praxis, das hat auch bei meinen Kindern funktioniert. Ja, wenn das passiert, bist du als Eltern und auch aus der Branche kommt, stehst du unter maximalem Stress. Aber das ist eine andere Geschichte und unsachlich wird sie auch gerade. Also, wenn sowas in der Art passiert, drehen wir das Kind mit dem Gesicht nach unten, schützen den Kopf ein wenig, mit der Hand zwischen die Schulterblätter und siehe da,
das Kind gebar den Fremdkörper. So, für den Fall, dass das nicht funktioniert, versuchst du das noch ein paar Mal. Für den Fall, dass das beim Erwachsenen nicht funktioniert, mit zwischen die Schulterblätter klopfen, das werdet ihr auch kennen. Versuchst du es mit einem Heimlichmanöver. Hatte ich eigentlich über das Heimlichmanöver irgendwie schon mal ein Video gemacht? Du weißt das gar nicht mehr so genau. Haut's mal bitte unten in die, helf mir mal kurz, ich bin über 50. Das, was bei der Nummer wirklich wichtig ist, dass dieses Kind hinterher trotzdem zumindest mal zur Vorstellung beim Arzt vorstellig wird, geguckt wird, abgehört wird. Denn auch im Nachgang kann sich dabei herausstellen, dass sich da zum Beispiel Flüssigkeit in der Lunge ansammelt, wo keine hingehört. Und das werdet ihr mit Bordmitteln nicht wegkriegen. Okay? Kann passieren, muss aber nicht. Aufgemerkt. So, jetzt gucken wir uns dieses Device mal genauer an. Ich habe es auch vorsichtshalber noch nicht ausgepackt. Ich nehme dazu meinen Lieblingspaketöffner. Übrigens, dieses Gerät hier habe ich mir selber gekauft, damit ich tatsächlich auch ein entsprechend schlaues Sprüchlein lassen kann. Guck. Da haben wir eine Maske, da haben wir zwei Masken, da haben wir eine dritte Maske. Da haben wir eine vierte Maske. Da haben wir noch eine für Flugsaurier und Elefanten oder was? Ich bin überfordert. Und das hier, meine Damen und Herren, ist die Bedienungsanleitung. Sehr, sehr schön klein geschrieben, dass die im Grunde, das ist so ähnlich wie mit den AGBs von YouPorn, ne? Wir hatten das Thema gerade. Und selbst jetzt, meine Damen und Herren, ist das echt schwierig. Das ist also in vielen, vielen bunten verschiedenen, da ist in German. In German. Ja, 2 DIN A4 Seiten eng bedruckt, mit schönen Bildern, die so klein sind, dass sie im ersten und zweiten Moment eh keine Sau erkennen kann. Oder bin ich der Einzige, der das so scheiße findet? Also Leute, das ist echt ein Witz, ne? Das ist, wie gesagt, die Grundidee bei diesem Device finde ich nicht schlecht. Aber das mit dieser Bedienungsanleitung, das macht mich echt schon wieder vogelig, ey. Oh, gütiger Glücksschlein. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, welche der 1000 verspeisten Masken nee, da sauge ich ja alles aus dem Kind. Oh, du Scheiße. Small Adult, definitiv nicht. Eine Testmaske. Große Erwachsene, kleiner erwachsener Kind, das ist die Kindermaske, das hier soll die zum Testen sein. Wir nehmen mal die Testmaske. Testmaske ist besonders praktisch, weil wir dann das gesamte Kind abdecken. Wir versuchen mal die Kindermaske. Halt durch. Wir haben es.
das könnte sogar funktionieren. Und jetzt soll man... Nee. Was klödert hier so? Klödert schon. Auf, raus. Na, wo ist er denn? Da ist er. Das, was ich bei diesem Device als echt problematisch sehe. Ich möchte, dass ihr da jetzt mal ein klein wenig mitguckt. Das Ding ist, wir haben hier eine Maske, ähnlich wie die Beatmungsmaske vom Ambu-Beutel. Das Ding ist, du musst diese Maske wirklich dicht kriegen. Grundsätzlich funktioniert es. So allerdings auch. Das Problem, was ich hierbei sehe, ist, wenn du das nicht rauskriegst auf Anhieb und du versuchst und versuchst und versuchst, dann wirst du früher oder später bei diesem Zwerg ein sogenanntes Unterdruck-Lungenödem erzeugen. Also dadurch, dass du hier fest raufpresst und dann kräftig ziehst und es kommt nicht raus. Und in dem Fall machen wir den Schaden eventuell größer, als er tatsächlich sein muss. Du kannst damit noch viel, viel mehr Schaden anrichten. Das möchte ich hier aber auslassen, weil ich möchte nicht, dass irgendjemand aufgrund meiner Erklärung oder so schlechte Träume oder irgendwas in der Art kriegt. Wie gesagt, die Grundidee hinter diesem Gerät finde ich gut. Problematisch ist das mit der Maske und mit den, es sind vier Masken dabei. In einer Ausnahmesituation, wenn so ein Kind wirklich keine Luft mehr kriegt, Leute, das ist auch für erwachsene, gestandene, medizinische, geschulte Persönlichkeiten, ein Zu- und Umstand, der wirklich alles möglich ist, nur witzig ist er nicht. Ja, es funktioniert, aber es gehört definitiv geschult und ausgebildet. Und es gehört halt nicht nur das hier geschult und ausgebildet, sondern alle anderen Maßnahmen auch. Ob ihr die jetzt im klassischen Erste-Hilfe-Kurs lernt oder gezeigt kriegt oder tatsächlich übt, ist eine andere Geschichte. Wir hier auf dem Hof machen es definitiv. Und wir machen auch zum Beispiel die Nummer mit dem Heimlich-Manöver. Dafür gibt es ein entsprechendes Trainingsgerät, das kriegt jemand umgeschnallt. Und dann ist quasi medizinisch Rock'n'Roll. Also Leute, ich hatte vorhin gesagt, dass es noch andere wundervolle Devices gibt. Es hat in meinem Sportverein ein Ereignis gegeben und zwar hat man sich dann dazu entschieden, ein AED zu kaufen, was auch gut und sinnvoll ist und im Rahmen von Vereinsanschaffung sogar in bestimmten Maßen gefördert wird, aber wie das genau, da bin ich raus. Ich kann aber entsprechende Anfragen durchaus weitergeben, wenn das gewünscht ist. So, AED, automatisierter externer Defibrillator. Also das bei Herz-Lungen-Wiederbelebung, was warm ums Herz macht und was dem Herz einen medizinischen Klaps auf den Hintern gibt, damit es wieder im richtigen Takt läuft. Da hat man sich also diesen AED gekauft. Es passiert, was passieren musste. Wenig später nach Einweisung an dem Gerät und ja, daran müsste, sollte, könnte, dürfte eingewiesen werden. Ist aber nicht zwangsläufig erforderlich. Die heißen aus gutem Grund jedermann Defibrillator, weil jeder damit umgehen kann. Also, es gab eine entsprechende Einweisung an entsprechende Persönlichkeiten und mit großem Tamtam irgendwann kippte jemand in diesem Sportverein um und war reanimationspflichtig. Was hat man gemacht? Man hat stolz diesen AED zum Einsatz gebracht. Man hat aber nicht gedrückt. Ja.
ja, das Gerät sagt dir, was du tun musst. So von wegen, jetzt kann man den Patienten berühren, starte HLW, sagt das Ding auch irgendwann. Dazu aber musst du wissen, was das ist. Wenn du also in das Gerät investierst, aber nicht in eine Schulung dazu, was da so drumherum dazugehört, dann nützt dir auch das Gerät nichts. Das ist schade, in dem Fall hat es nämlich einen tödlichen Ausgang gehabt. Und wahrscheinlich wäre das sogar zu vermeiden gewesen. Deswegen, solche Gerätschaften zu kaufen, ist immer sehr, sehr... hat mit einer trügerischen Sicherheit zu tun. Ein weiteres Device, was gern gekauft, viel benutzt, beklatscht, besungen wird, ist ein Ambu-Beutel oder ein Beatmungsbeutel. Ambu ist eine der verschiedenen Firmen dazu. Und im Jargon heißt es dann, gib mal den Ambu-Beutel her. Und dann wissen auch alle, was gemeint ist. Es ist der Beatmungsbeutel gemeint. Der dient dazu, dass wir in einen Patienten Luft reinfächeln können. Der Beatmungsbeutel, der gemeine Beatmungsbeutel an sich, dient dazu, dass wir in einen Patienten Luft reinfächeln können. Hier an diesem Gerät wird medizinischer Sauerstoff angeschlossen. Es füllt sich hier das Reservoir mit reinem Sauerstoff. Und wir tun dem Patienten lufttechnisch das Beste, was wir tun können. Der Haken an der Sache ist, das hier ohne eine einsatzbereite Absaugung, das wäre dieses wundervolle Teil hier, gilt in der Medizinerei und auch in der Juristerei als Behandlungsfehler. Und auch das gehört definitiv geschult und eingewiesen, denn gerade bei Sanitätswachdiensten etc. haben die meisten ein Problem mit diesem C-Griff und die Maske wirklich zuzukriegen. Wir hatten das Thema Maske zukriegen, gerade eben bei dem hier. Du musst die Maske wirklich richtig aufsetzen und du musst sie wirklich abgedichtet kriegen. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht oder wie es sich anfühlt oder wie war die Frage. Und auch mit so einem Beatmungsbeutel und mit so einer Absaugung kann man sehr, sehr viel falsch machen. Es geht damit los, dass einige einen Beatmungsbeutel aufpusten, wirklich komplett leer pumpen, so. Na? Wird ja in den Arztserien auch gerne vorgeführt, ist aber schade und falsch. Weil wir damit irgendwann den Patienten aufpumpen und der uns vom Tisch fliegt, nee, das war unsachlich. Aber letzten Endes sorgen wir dafür, dass wir dem Patienten zu sehr, zu viel von dieser Luft geben. Und der Haken an der Sache ist, irgendwann ist Schluss und irgendwann geht dann auch Luft in den Magen. Da haben wir das nächste klitzekleine Problem. Früher oder später spielt dieser Magen und der Magenpförtner ein Spiel mit dem Universum, Kraft dieser Bewusstlosigkeit, dass da lautet, der Klügere gibt nach. Und das ist in dem Fall dieser Magenpförtner. Das heißt, wenn wir den Magen zu fest aufpumpen, wird der Patient sich früher oder später den Tag durch den Kopf gehen lassen. Und deswegen brauchen wir eine Absaugung und die brauchen wir schnell. So, und es gibt verschiedene Absaugmöglichkeiten oder Absaugpumpen. Das hier ist nun das Allereinfachste, kommt aus der Fraktion ballistisch knitterfrei. Das ist eigentlich so für den Rucksack, für den Sanitätsdienst. Meine Lieblingspumpe ist ein Einmalartikel, kommt dann so im Plastikbeutel daher. Ist eine wunderbare Sache, super schnell einsetzbar und fertig werden. Aber auch nur in geschulte, in eingewiesene und geübte Hände. Ich weiß, das mögen viele nicht hören. Ich weiß, dass viele sich einen Notfallrucksack mit Kit nach DIN zusammenstellen und kaufen. Und da ist teilweise bei manchen Online-Händlern der Beatmungsbeutel drin, die Absaugung aber nicht. Und das wird rechtlich wirklich schwierig. Okay? Davon mal abgesehen, wenn meine Notfallmedizin so einfach wäre, meine Lieblingsnotfallmedizin, wenn die so einfach wäre, dass zum Beispiel solche Gerätschaften so einfach zu bedienen wären, dann würde sie nicht Notfallmedizin heißen, dann würde es Fußball heißen und jeder machen. Merkt ihr es?
Ihr merkt, die ganzen Devices sind wunderschön und können Leben retten, aber ohne Schulung ist das Ganze ungefähr so sinnvoll wie ein Knopf am Kniegelenk. Okay? Kinders, passt auf euch auf. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woohoo!